Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos darüber. Also, ich wurde geladen zu einer Gerichtsverhandlung. Mahlzeit, da bin ich wieder. Ja, heute war die Gerichtsverhandlung. Natürlich wollen jetzt alle wissen, wie es war. Ich versuche das mal irgendwie zu beschreiben, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war echt auf alles vorbereitet. Aber nicht auf das, was mir da heute passiert ist. Da habe ich... Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos darüber. Also, ich wurde geladen zu einer Gerichtsverhandlung in Palma, bin da auch hingegangen, habe mich dann heute Morgen kurz vorher mit meiner Anwältin getroffen, die mich am Donnerstag angeschrieben hatte, um mir zu sagen, dass sie mich vertreten muss. So stand das da auch drin. Sie muss mich vertreten und würde gerne mal mit mir reden. Das haben wir dann 10 Minuten vorher auch noch getan. Und dann ging die Verhandlung los. Und zwar erstmal am Flur. Da stand dann meine Dolmetscherin, vom Gericht zugewiesen, links von mir, meine Anwältin rechts von mir und gegenüber die beiden von der Presse. Und während da so alle noch so ein bisschen, also ich habe mich vor allen Dingen auf das konzentriert, was die Übersetzerin mir gesagt hat. Das war ja auch ihr Job, da mir das mich wissen zu lassen, was da gesagt wurde. Und das war dann im Folgenden, das war dann quasi das. Ja, das war dann, dass das Gericht bereits beschlossen habe, dass ich schuldig bin. Dass ich also gar nicht, genau genommen, gar nicht als Angeklagter gerade da bin, sondern als Schuldiger. Und wenn ich mich jetzt bereit erkläre, zuzugeben, dass ich den Tatvorwurf, also dass ich Dokumentenfälschung begangen habe, dass dann ein Mindestmaß rausgehandelt werden kann, das dann auf Bewährung ausgesetzt werden kann. Und ich gucke die nur so an, ich so, wie jetzt? Ich so, darf ich überhaupt gar nicht? Ich sage, ich habe nichts dergleichen, ich habe keine Dokumente gefälscht. Ich sage, das ist immer noch, weil Tolomoi, der Polizist, der mir damals mein Auto weggenommen hat, mein Zuhause weggenommen hat, das quasi auf den Tisch geworfen hat, weil er im Internet recherchiert hatte und was falsch verstanden hatte. Ich habe keine Dokumente gefälscht. Das interessierte heute überhaupt gar niemanden. Ich wurde nichts gefragt. Ich wurde nichts gefragt. Ich bekam lediglich mitgeteilt, dass wenn ich jetzt zugebe, dass ich das getan habe, ich wieder gehen darf auf Bewährung und minimale Geldstrafe. Und wenn ich das nicht tue, ich da einsitzen bleibe. Ich habe wirklich nachgefragt. Ich sage, verstehe ich das richtig, dass ihr mir hier gerade die Pistole auf die Brust setzt und mich zwingt zu lügen, weil ich es ja nicht getan habe, zu sagen, ich hätte es trotzdem getan? Vor Gericht, ihr zwingt mich zum Meineid? Indem ihr mir sagt, ansonsten gehst du sofort in den Bau? Für ein Jahr? Ja, genau, das habe ich richtig verstanden. Dann habe ich mir kurz mal 10 Sekunden zum Denken ausgebeten und habe mir gedacht so, okay, gut, die da draußen warten nur darauf, machen wir das. Und auf der anderen Seite wurde mir klar, was da gerade passiert, was die da gerade eine Verhandlung nennen.
Und bis dahin hatte ich ja noch nicht mal mit der Verrichterin gesprochen. Das war alles nur auf dem Flur bisher. Und ich mir dann gedacht habe, okay, ich habe dem Tito versprochen, dass ich heute wieder zu Hause bin. Hätte ich das nicht getan, wäre ich jetzt wahrscheinlich im Knast und hätte euch mich da raus telefonieren lassen. Aber dann hätte ich das hier gar nicht erzählen können, dann hätte ich das ja gar nicht, das hätte mir auch kein Schwein geglaubt. Das ist jetzt die Story, die ich jetzt so erzählen kann. Hätte ich es anders gemacht, wäre was ganz anderes passiert, ja, aber hey, das ist doch keine Gerichtsverhandlung. Da wurde dann einfach nur, ich war nur mit meiner Anwältin da und meiner Übersetzerin und da wurde zwischen uns ausgehandelt, ob ich ja oder nein sage. Respektive, da gab es nichts zu handeln. Die haben mir alle, ne? Das war ein Witz. Ich hatte mir vorgenommen, das Gericht als solches gar nicht anzuerkennen, wie ich das bis jetzt auch getan habe. Ich kam überhaupt gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Ich wollte mich nicht hinsetzen. Das war mein einziges, wo ich gesagt habe, das werde ich nicht tun. Ich werde mich nicht setzen. Ich werde mich nicht auf den Stuhl setzen, der der Person Georg Beres vorbehalten ist. Weil ich diese Person in diesem Moment nicht bin. Ne, für die, die das noch nicht wissen und begriffen haben, es gibt einen immensen Unterschied, juristischen Unterschied zwischen Mensch und Person. Recherchiert einfach mal, gibt es genügend Videos zu. Ich bin heute von meiner Anwältin und deren Übersetzerin gezwungen worden, mein Eid zu begehen und halt im Prinzip von dem gesamten Gericht da. Und zuzugeben, dass ich Dokumente gefälscht habe, obwohl ich überhaupt gar keine Dokumente gefälscht habe. Und auch überhaupt nie irgendjemand zu Schaden gekommen ist durch das, was ich getan habe. Während ich 3 Monate auf mein Auto und mein Zuhause verzichten musste, weil dieser Polizist da halt eben, der stand überhaupt gar nicht zur Debatte. Es gab keine Debatte. Wir gingen dann da rein. Dann wurde mir die Anklage vorgelesen, dann wurde mir das Urteil vorgelesen, dann durfte ich das unterschreiben. Das war's. Und dann habe ich mir gedacht, ich meine, ich habe so mit sowas ja wirklich sehr wenig zu tun. Wie gesagt, das letzte Mal vor 4 Jahren. Ne? So, aber lasst ihr das alle mit euch machen? Jetzt bin ich vorbestrafter Verbrecher. Obwohl ich keiner Fliege was zuleide tue. Obwohl niemand unter mir irgendwie leiden musste, aber ich bin jetzt vorbestrafter Verbrecher und darf mir jetzt die nächsten 2 Jahre nichts zu Schulden kommen lassen, weil sobald ich irgendwie wegen was anderem verurteilt werde, dann darf ich 6 Monate absitzen. Und das nennt sich ein Rechtssystem. Das ist ein Witz. Das ist ein Scheißdreck. Die haben mich nicht mal angeguckt, als die mit mir geredet haben. Das ist ein Witz. Sowas kann man nicht ernst nehmen. So. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, der mir heute sehr wichtig ist, nämlich, tja, jetzt kann ich es mir nicht mehr leisten, zum Putsch oder Generalstreik oder sonst was aufzurufen, weil das eine Straftat ist. Also rufe ich dazu auf keinen Fall euren Regierungen zu kündigen. Definitiv nicht. Lasst euch auf jeden Fall weiter von denen verarschen. Beherrschen, Angst machen, davon abhalten, euer Leben zu leben,
Bitte macht das. Bitte lasst euch weiter versklaven und eure Kinder auf jeden Fall auch. Das ist eine super geile Idee. Dummes strafbar ist was anderes zu sagen, ja? Und da ich mich jetzt auf sehr dünnem Eis bewege, muss ich halt meinen Aufruf, den ich die letzten Tage gemacht habe, halt einfach mal zurücknehmen. Ruft auf keinen Fall bei eurer Regierung an und kündigt denen. Weil ihr seid deren Chefs. Ihr könnt denen kündigen. Aber macht das auf keinen Fall. Vergesst auf jeden Fall, was ich in den letzten Videos gesagt habe. Das war alles Bullshit. Klar soweit. Tut auf keinen Fall. Wozu der Bauchi aufgerufen hat. Ne? Folgt nicht dem Bauchi. Der Bauchi folgt sich. Folge du dir. Aber denen weiter zu folgen, also ich habe ja normalerweise nicht wirklich mit denen zu tun, aber ich war schockiert heute. Das sind eure Autoritäten, eure Politiker sind eure Autoritäten, dieses Witzfigurenkabinett. Alles nicht mein Bier. Ne, denkt drüber nach, aber kündigt denen bloß nicht. Definitiv nicht. Klar soweit? Das ist wichtig. Macht hübsch brav weiter, was die von euch wollen. Jetzt werde ich zum Systemliebling. Pass mal auf.